guten Tag zur Dunk Performance, zum Take 2, was Sonntagsvideo angeht, weil ich habe momentan ein bisschen Probleme mit der Kamera bzw. mit unserem Mikrofon. Leider habe ich das wohl zerstört oder den Kamera bzw. Mikrofoneingang zerstört. Ich hoffe, dass der Ton jetzt halbwegs passt. So, jetzt muss ich mir überlegen, weil das war gestern, ich wollte dann die Videos schneiden, was ich überhaupt alles erzählt habe. Also, Punkt 1 ist, der ein oder andere hat mir schon geschrieben, Micha, was ist denn eigentlich los, warum gibt es denn jetzt momentan nicht so viele Videos? Das hat eigentlich der Hauptgrund, warum es momentan nicht so viele Videos gibt. Ich habe wieder Probleme mit meiner Bandscheibe oder ich habe ein Problem mit meinem Arm oder mit meiner Schulter oder was auch immer. Ich gehe morgen in die Röhre und dann wird geschaut und ja, es ist ja nichts Neues. Also ich hatte ja, das wäre dann der dritte Vorfall mit meinem Kreuz. Deswegen muss ich mich momentan schonen, beziehungsweise ja, ich muss mich schonen, ich möchte mich nicht schonen, aber ich muss es. Und deswegen kann ich nicht so viel arbeiten, beziehungsweise ich kann eigentlich gar nichts arbeiten, nur ganz leichte Sachen in Form von ein bisschen aufräumen. Und wir kommen gleich zum Sprechen, ich habe hier so eine lustige Uhr drin hängen, was damit passiert ist. Aber ich möchte auf was ganz anderes direkt am Anfang zu sprechen kommen. Wir haben ja Leute geschrieben gehabt, dass die damals diesen E36 besessen haben. Bitte meldet euch bei mir, weil ich habe dieses Fahrzeug ja damals hier gehabt wegen einem Motorschaden. Wir haben einen Austauschmotor bekommen auf einer Palette und den sollte ich einbauen. War von M42 auf M44. So, ich bin ehrlich, ich habe das zeitlich nicht hinbekommen, das so zu bewerkstelligen, wie eigentlich ausgemacht war mit dem damaligen Besitzer. Und dadurch, dass der Motor auf einer Palette war, haben auch einige Teile gefehlt. Schwungscheibe hat gefehlt. Luftmassenmesser oder Luftmassenmengenmesser, keine Ahnung, wie das Teil da richtig heißt, beim M44 hat gefehlt. Und das passt halt vom M42 nicht. Und die Schwungscheibe musste ich anpassen. Und habe dann eine gekauft, die nicht gepasst hat. Und also da war viel Huddel mit der Karre. Irgendwann haben die gesagt, was macht mich? Wir haben eigentlich auf den E36er keinen Bock, weil an dem Auto waren noch ein paar andere Sachen gewesen. Wir verkaufen das Auto, beziehungsweise dass das Auto verkauft wird oder wurde, habe ich an dem Tag erfahren, als der erste Interessent eigentlich kommen wollte. So, der hat dann auch abgesagt von jetzt auf gleich. Und am Tag drauf kam dann jemand. Das war, glaube ich, samstags, ne? Ich weiß gar nicht mehr, freitags oder samstags? Ja, samstags. So, die Jungs, die dieses Auto gekauft haben, die haben dann auch sich dezent Zeit gelassen oder waren im Stau oder was auch immer. Jedenfalls, wir haben, glaube ich, hier, ich weiß nicht, wie viele Stunden hier rumgestanden und konnten eigentlich nichts arbeiten. Also ich konnte nichts arbeiten und ich war hardcore angepisst. Ich habe meinen Z3 Coupé damals, ich weiß gar nicht, was habe ich denn gemacht in dem Auto? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, zu dem Zeitpunkt habe ich Zeitprobleme bzw. Zeitdruck gehabt. Ne? Und ich konnte an dem Auto nichts machen, weil es hieß, da kommt jemand und holt diesen in 36. Und es hieß, der kommt, keine Ahnung, um 8 oder um 7. Nee, um 6. Und irgendwann, die sind dann irgendwann abends um 9 genau irgendwann gekommen. Und ich weiß auch nicht, die hatten keine Nummern ausgetauscht. Das war alles ganz merkwürdig. Ich habe ja mit diesem Verkauf gar nichts am Hut gehabt. Das Auto hatte ja nur hier gestanden. Dann hat sich dann auch, nachdem, also eigentlich habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz cool abgelaufen. Die haben sich das Auto angeschaut. Ich habe denen noch angeboten, ey, ich weiß gar nicht, was auf der Bühne gestanden hat, ein Touring wahrscheinlich, also wir fahren den Touring raus, ihr könnt gerne auf die Bühne, dann gucken, dann könnt ihr euch den E36 genau anschauen, dass ihr keine Scheiße kauft, weil wenn ja schon die Möglichkeit hier ist, dass man sowas machen kann, dann biete ich das denen auch an. Ich habe auch, das war ja mitten im Winter und es war dunkel draußen, wir haben auch gesagt, hopp, hier, wenn ihr schon nicht auf die Bühne wollt, weil die wollten das nicht. Ich habe das angeboten und ich habe gesagt, nee, wollen wir nicht oder brauchen wir nicht. Und ich sage, gut, dann stellt doch wenigstens das Auto hier vor die Halle, ich habe krasse Beleuchtung, dann könnt ihr euch das Ding nicht mit der Handytaschenlampe angucken. Ne? Da kommt es auch schon zur ersten Geschichte. Ich weiß gar nicht, wer letztendlich dieses Auto von diesen zwei Leuten da gekauft hat. Da war einer, der ist irgendwie so ein bisschen DJ und fährt noch einen Mustang oder irgendwas. Und da war noch einer, so ein ganz langer, schmaler, junger Kerl. Der hat mir erzählt, der hat E46 Turbo oder irgendwas mit 1000 PS, keine Ahnung. Der hat auch die Ahnung scheinbar, ne? Und die haben sich das angeguckt und dann ist ja gut, alles klar, die sind sich preislich einig geworden. Ich weiß auch nicht, für wie viel dieses Fahrzeug letztendlich verkauft wurde und haben das Ding mitgenommen. So, dann war das eigentlich für mich erledigt. Dann hat sich der eine, dieser Lange, sich bei mir gemeldet, ne? Was mit der Nockenwelle sei. Ich sage, keine Ahnung, ich habe das Auto nicht verkauft, weil in dem Inserat hat wohl drin gestanden, dass man eine Nockenwelle hinzukaufen kann und die haben die wohl vergessen oder das wurde nicht ausgemacht, was auch immer. Mein Bruder hat mir gerade vorhin erzählt, dass der Verkäufer den angeboten hat, wir machen einen Kaufvertrag und die haben gesagt, ne, brauchen wir nicht. Mein Bruder nickt, habe ich gar nicht mitbekommen, weil letztendlich soll es mir ja auch egal sein, es hat mein Auto. Ich persönlich kaufe auch oft Autos ohne Kaufvertrag.
beim Z3 Coupé ist es was anderes, das hat viel Geld gekostet, aber wenn ich so ein E30 für 1000 Euro irgendwo gekauft habe, ja, 380S, ja, genau, 318S habe ich auch für ein Apple und ein Ei gekauft, da habe ich auch keinen Kaufvertrag gemacht, also, da brauche ich das nicht. Da habe ich gesagt, du musst dich beim Besitzer melden, also ich habe mit der Nockenwelle und mit dem Auto nichts zu tun, das Auto war nur bei mir gewesen, weil ich den Motor getauscht habe, und für das Ding ans Laufen zu bekommen, müsst ihr eigentlich meines Wissens nach nur den Kabelbaum anpassen, weil der Motorstecker, der weiß gar nicht, beim E36, im E30 sind die ja eigentlich ziemlich ähnlich, weiß jetzt, wo der rumfliegt, das hat nicht gepasst, wenn man den Schlüssel reingesteckt hat dann, und die Batterie angeschlossen war, war angeblich direkt Zündung auf dem Motor drauf, also im Armaturenbrett hat das direkt geleuchtet. Und du hast einen Schlüssel getreten, dass das gar nichts passiert, also Anlasse etc. ging das. Und das läuft über diesen Stecker. Und er sagt, hier, den Stecker musst du umpinnen. Ich hab sogar nur noch einen M42 Belegungsplan und einen M44 Belegungsplan rausgesucht und habe das dem damaligen Besitzer gegeben. Und ich sage, hier kannst du ja weiterleiten, dann haben die es relativ einfach. Das sind dann, keine Ahnung, in Summe 7 Kabel oder sowas, die musst du umpinnen und dann müsste das Teil eigentlich anspringen. So, jetzt geht's los. Heute Morgen, also was heißt denn morgen, heute Vormittag, werde ich irgendwann wach. Hab dann eine ewig lange Nachricht in Instagram bekommen, was ich für einen scheiß Motor verkauft hätte und wo die Nockenwelle sei und was ich da für einen Fusch gemacht hätte. Ich war erstmal ein bisschen irritiert. Ich sag, worum geht's denn eigentlich? Ja, um den E36. Ich sag, ja, aber ich habe doch gar keinen E36 verkauft. Mein E36, den ich verkauft habe, der ist mittlerweile schon ein kleiner Würfel und wird wahrscheinlich jetzt 20 Cola-Dosen oder sowas sein. Also mein E36. Und vor allem der Wagen wurde zu Schrott gefahren. Also da kann es nicht gewesen sein, ne? Ja, der IS. Ich habe das Auto doch gar nicht verkauft. Und habe dann auch so gesehen, dass ich mit dem ja schon mal geschrieben habe. Und haben das in diesem Verlauf schon mal gesagt, dass ich das Auto gar nicht verkauft habe. Und dann ging es dann los, was ich da für einen Fusch gemacht hätte. Weil Lambda-Sonden waren falsch angeschlossen. Und der Kaltdruckregler, den ich da eingebaut hätte, wäre der letzte Rotz. Das wäre der billigste. Und der war falsch angeschlossen. Da ist du Dicke. Also ich habe keinen Kaltlaufregler angeschlossen. Die Lambda-Regelung von dem M44 zum M42 ist anders. Da habe ich auch nichts gemacht. Ich habe nur diesen Motor genommen, habe den da reingepackt, die Schwungscheibe drauf montiert, Getriebe drauf gemacht, fertig. Mehr habe ich da nicht dran gemacht. Ah doch, ich habe noch Kühlflüssigkeit reingefüllt. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es war alles auf eine sehr respektlosen und herablassende Art und Weise, wo ich mir gedacht habe, ich habe da nochmal geschaut und der Dude ist 22. Dann habe ich mir gedacht, ja, was will er denn von mir? Also ich habe dann irgendwann vor, was willst du denn? Ah ja, dass ich mir bewusst werde, was für ein Furcht ich gemacht habe. Sag, ja, wenn du mir sagst, was ich an diesem Auto dementsprechend gemacht hätte, dann sag mir es bitte und dann können wir das gerne klären. Und dann hat er wieder so Punkte aufgezählt, dass zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es in einem Video mal gesagt habe, dann der Motor war überall Dichtmasse dran. Der Motor wurde mal neu abgedichtet, da wurden angeblich Bläulager neu gemacht etc. Da war überall Lichtmasse dran. Da habe ich damals, wo der Motor hierher gebracht wurde, schon zum Besitzer, zu dem damaligen Besitzer gesagt, hier pass auf, das ist scheiße, wenn sich diese Lichtmasse sich löst und den Ölsieb reingeht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben das in irgendeinem Video drin, wo ja, ich sogar den Ölsieb nehme und zeige das, was da passiert. Dann ja, der Deckel abgemacht. Aber das haben wir nicht im Video gemacht. Das haben wir nicht im Video gemacht. Das ist eine andere Geschichte. Und habe ich dann gesagt, ich habe ihm das erklärt, was da passieren kann, und er wollte das nicht. Ja, dann hättest du gesagt, dann nimm deinen Scheiß, oder er hätte es dann einfach gemacht, oder was auch immer. Und sagt, ja, aber ich muss doch, guck mal, ich kann da nicht hingehen, wenn einer so ein Auto bringt und sagt, hier, pass auf, bau einfach nur den Motor ein, und ich sehe dann hier das und jenes, und ich weise ihn darauf hin, und er möchte das nicht. Kann ich da hingehen und sagen, ah doch, kann ich schon. Und kann nicht hingehen, also, ich gehe da noch nicht hin und nehme Geld aus meinem Sack und meine Zeit und mach das so, dass das so ist wie bei meinem M42 im Rennwagen. Wenn ich das so machen würde, ey, dann schaffe ich in Anführungszeichen 2 Monate hier und dann kann ich Insolvenz, also dann kann ich bei der Bank einen Kredit anbetragen, weil dann geht einfach brutal viel Kohle ins Land, wo mir kein Mensch gibt. Und wenn der Kunde das doch so nur so möchte, dass der Motor einfach so wie er ist da reinkommt und ich den darauf hinweise, dass das scheiße ist, und der das sagt, nee, er möchte das genauso haben, habe ich zu ihm gesagt, da gibt es 2 Optionen. Option A, ich akzeptiere das, tu den darauf hinweisen. Option B ist, hier pass auf, nimm deinen ganzen Scheißdreck, wenn das nicht so gemacht wird, wie ich das möchte, dann verpiss dich. Das wären die 2 Optionen. Denn mehr gibt es da nicht, aus meiner Sicht. Wenn du sagst, okay, du machst das dann trotzdem aus deiner Tasche und mit deiner Zeit und mit deiner Kohle, was auch immer,
dann sag mir Bescheid, dann bringe ich dir ab sofort jedes Auto, was ich hier habe, bringe ich hier hin und dann kannst du es machen, weil dann letztendlich ist das für mich eine brutale Win-Win-Situation. Egal, jedenfalls hat er gemeint, am Kabelbau musst du mir nichts umpinnen. Da war ich ein bisschen hellhörig, ich sage, wie? Ja, das hat am Steuergerät gelegen. So, jetzt zeige ich euch was, weil ich habe mich am Anfang so ein bisschen, bin ich ehrlich, einfach so, ich wollte einfach mal gucken, was der dann so verzählt. Und war einfach, hab mich ein bisschen unwissend gehalten. Weil es sind noch ein paar andere Sachen, wo ich mir gedacht habe, Alter, Digga, sag mal, willst du mich verarschen? Weil du meinst, ich bin blöd. Weil er hat mir gesagt, das liegt am Steuergerät, jetzt zeige ich euch was. Wenn so ein Auto nicht anspringen sollte, also wenn der Anlasser quasi nicht funktioniert, können wir ja mal gucken. Technik ist eigentlich, obwohl es jetzt ein Sechszylinder ist, ziemlich identisch. Diese Steuergeräte sind eigentlich von ihrer Bauform alle gleich. So, ich habe das Steuergerät abgezogen. So, Punkt 1. Absoluter Schwachsinn. Das Steuergerät hat bei diesen Autos nichts, aber wirklich gar nichts damit zu tun, ob ein Anlasser bei dem Ding funktioniert oder nicht. Weil dieser Kabelbaum vom Zündschloss, vom Auto, geht auf diesen Motorkabelbaum und der steuert den Anlasser an. Das ging bei dem Auto nicht, weil diese zwei Pins oder drei oder was auch immer, die waren ja schon mal grundlegend schon mal verstellt. Jetzt siehst du auch hier, Benzindruck, liegt keiner an, weil das kommt wirklich vom Steuergerät. So, da habe ich mir schon gedacht gehabt, das ist Schwachsinn, was ich jetzt erzählt bekommen habe. Dann, nächster Punkt war, der Motor springt nur an mit einem frei programmierbaren Steuergerät. Dann wurde ich schon hellhörig. Ich sage, okay. Und der Motor läuft mit diesem frei programmierbaren Steuergerät nur im Notlauf. Ich sage, da war ich noch mehr, da war ich dann innerlich, habe ich gedacht, was für ein Steuergerät ist das, das einen eigenen Notlauf hat? Also einen richtigen Notlauf, so wie ihr das bei eurem normalen Alltagsauto auch habt. Ich sage, was für ein Steuergerät ist denn das? Ja, ein frei programmierbares. Ich sage, welches? Ja, ein frei programmierbares. Und ich sage, es gibt meines Wissens nach nur eins. Ich guck mal, mach mal einen kurzen Cut, ich guck mal, ob ich es finde. Ich finde es leider nicht, weil ich habe eine KDFI und das ist quasi genauso ein Kasten wie das hier auch. Das ist blau, hat, ich weiß gar nicht, vorne, ne, hinten oder seitlich noch einen USB-Anschluss und eine rote LED-Leuchte, glaube ich, wenn das Ding Spannung hat. So, also ich kenne diese Steuergeräte und das sind bei, meines Wissens nach, bei den 42, M44 oder generell bei BMW-Motoren die einzigen Steuergeräte, die Plug and Play passen. Wo ich mir denke, okay, das ist mit wenig Aufwand, kannst du die dran schließen, das Ding läuft. Also, wenn du das passende Mapping hast, also die passende quasi Einstellung von so einem Motor, was Steuerzeit, Einspritzmenge, Etc. geht jetzt ziemlich stark in die Materie. Und dann heißt er ja, was hast du denn, KDFI? Nee, hat er nicht. Ich sage, was hast du denn dann? Ja, Frau Bob, mit mir Steuerbrenner. Dann sage ich, ja, welches denn? Bitte sag mir, weil das würde mich echt mal interessieren, welches frei programmierbare Steuergerät so eine Notlauf-Eigenschaft hat, weil wir stellen uns vor, das wäre jetzt blau, KDFI hat das nicht, wäre mir neu und meine Emu Black hat es auch nicht. Einzig, was die Dinger haben, bei der KDFI weiß ich es nicht, könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht programmieren kann, bei der Emu Black ist es hundertprozentig so, wenn da irgendein Wert brutal rausläuft, zum Beispiel Temperatur von irgendwas, schießt dermaßen aus, dann schaltet das Ding einfach aus, also dann ist der Motor aus, fertig. Aber so ein Notlauf, das dann hingeht, und da wird wesentlich mehr Benzin reingedrückt, Begrenzer irgendwie vorgeschoben, wäre mir neu. Wenn es so ist bei Emu Black, sagt mir gerne Bescheid, bei KDFI sagt mir bitte auch gerne Bescheid, aber meines Wissens nach gibt es das nicht. Und dann schreibt er mir wirklich knallhart, KDFI PNP V1. Und dann heißt er, sag mal, habe ich ja echt gedacht, sag mal, willst du mich verarschen? Ich habe doch gerade geschrieben, ob du eine KDFI hast und dann sagst du nein. Ja, er hat eine KDFI PNP, das ist was anderes. Sag, ja, KDFI PNP, PNP heißt Black and Play. Er sagt, das ist dieses blaue Gerät, was ihr da habt. Und das ist eigentlich gar nicht so geil, weil das so oft Hubsection zählt. Habe ich auch mal ein eigenes Video dazu gemacht. Ich weiß nicht, also die Leute, die da schon länger gucken, die wissen, dass ich mit dem Krempel, das habe ich alles durch. Alles schon ein paar Mal erzählt. Was habt denn ihr da gemacht, dass der Motor jetzt Schrott sein soll? Ja, der läuft total scheiße. Ich sage, ja, was für eine Map hast denn da? Die Basis-Map, das ist die Notlauf-Eigenschaft-App. Er sagt, nee, das ist einfach nur eine Map, dass der anspringt und dann kannst du darauf aufbauen, in Form von Zündwerte anpassen, also die Steuerzeit, was, ich glaube, wenn du das Ding einpackst mit dieser Basis-Map, hast du 30 Grad Vorzündung. Also wenn das Ding eine längere Zeit läuft, kannst du einen Cut nehmen und kannst du wegschmeißen. Meine hat damals geglüht. Ich habe damals null Ahnung gehabt, das reingesteckt, das Ding laufen lassen, habe mich gefreut, dass meine Einzeldrossel Krach gemacht hat, aber der Cut hat geglüht.
ne, weil die hat nichts gepasst. Das ist einfach nur eine Map, dass das Ding anspringt. Und wenn der dann damit anspringt, dann läuft der wie Hulle. Das ist klar, weil da nichts passt. Ja, der Motor wäre Schrott. Ich sage, okay. Das hat nichts mit der KDFI zu tun. Also ein Programmierer hat auch gesagt, der Schrott. Dann habe ich gesagt, wie lange habt ihr den laufen lassen? 45 Sekunden. Ich weiß nicht, also wer sich mal mit so einer Thematik frei programmierbarer Steuergerät auseinandergesetzt hat, wenn einer in 45 Sekunden das programmieren kann, weil programmieren ist eigentlich das falsche Wert. Du änderst nur irgendwelche adaptive Werte, das ist kein Programmieren. Das sind Parameter anpassen. Wenn das einer in 45 Sekunden schafft, ey Gen, du bist herzlich eingeladen, Emu Black bei meinem Auto ans Laufen zu bringen, 45 Sekunden, ich bezahle von mir das gern Tausende. Direkt. Gar kein Stress. Aber dann muss dann auch da perfekt laufen, ne? Also war dann viel Schwachsinn, wo ich verzählt bekommen habe. Und ich habe auch nicht verstanden, warum die mich die ganze Zeit deswegen anhauen. Und irgendwann hat es mir dann auch gereicht und habe zu ihm gesagt, sag du dir gern, was möchtest du denn jetzt von mir? Ich sage, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, ich habe das Auto nicht verkauft, ich habe da dran nichts gemacht. Ich habe diesen Motor eingebaut, wenn ich da irgendeine Schraube nicht richtig angezogen habe, dann sag's bitte, dann kann das gut sein. Aber ich habe nichts mit dem Kabelbaum gemacht, ich habe nichts mit der Lambda-Regelung gemacht, ich habe nichts mit dem Kaltlaufregler gemacht. Das ist eine sehr herablassende, beleidigende Art und Weise, wie du überhaupt mit mir kommunizierst, obwohl du im Voraus gewusst hast, dass ich derjenige nicht bin, der dir das verkauft hat. Und er sagt, finde ich ziemlich daneben, weil es gibt Leute, habe ich zu ihm gesagt, da sprichst du, sag ich mal so, zwei Sätze oder drei und dann gibt's eine Schelle. Christopher von Lomolwerks, ich gern mal gemusst, was der gemacht hätte. Der wird wahrscheinlich jetzt die Adresse vom haben, der hätte den kompletten Story-Beitrag, den kompletten Verlauf in seiner Story gewesen und hätte er Geld geboten, dass jemand da hinfährt und haut ihm auf die Schnauze. So Leute gibt's und ich kenne genug. Da habe ich gesagt, Digga, mit so einer Art und Weise kommst du nicht weiter. Dann hat er gemeint, er redet so mit den Leuten, auch wenn die gegenüber ihm stehen und dann müssen die Leute mit dem Echo legen. Alter, der Digga, der war 22, der war... Auch. Ist ja nicht böse gemeint, wenn du das anguckst, das ist echt nicht böse gemeint, aber damit erreichst du nichts. Und das ist dann auch Schwachsinn, weil ich habe es ja gerade gezeigt, also so, ob ein Steuergerät funktioniert, kaputt ist oder sonst was, der Anlasser dreht immer. Wenn aber der Anlasser überhaupt nicht dreht, dann hat das eine ganz andere Thematik, aber nicht Steuergerät. Und wenn jetzt einer sagt, ja, der hat Elektronik wegversperren, den Autos ist die nicht so, dass dass sie den Anlasser wegnimmt. Die macht die Zündung weg oder Benzindruck, ne? Es gibt EWS 1 und EWS 2. Bei EWS 2, was auch da drin ist und was auch beim M44 drin sein müsste, müsste Benzin, also Einspritzung und Zündung müsste, glaube ich, weggenommen werden. Was bei EWS genau weggenommen wird, weiß ich nicht. Kann sein, dass da nur eins von den beiden weggenommen wird. Jedenfalls Anlasser ist bei beiden mit drin. Also egal, was du hast, hast du gesehen, selbst wenn ein Steuergerät gar nicht drin ist, also Wegfahrsperre des Todes, Anlasser geht trotzdem. Also, das war ein Thema, wo ich gesagt habe, komm, das klären wir jetzt direkt am Anfang. Jetzt habe ich mich brutal darüber aufgeregt. Jetzt kommen wir zu den coolen Sachen. Aber da muss ich jetzt wieder mein Steuergeld anschließen und hier ist so ein toller roter Kasten, beziehungsweise was heißt coole Sachen? Es geht so einfach zu den Punkten, die einfach mein Leben momentan einfach wieder scheiße machen. Nicht nur meine Schulter, mein Kreuz oder sonst was, sondern dieser Drecksmotor. Ne? Und wir haben hier gesehen, ich habe hier so eine Uhr drin und jetzt hole ich das Steuergerät, wir machen nochmal kurz euch ab, dann baue ich das ein. Und ihr werdet einfach sehen, dass der Anlasser weiterhin drehen wird. Wir haben viele geschrieben, was es sein könnte an dem Motor. Ich sage euch gleich, ich bin immer noch auf der Fehlersuche. Also das Teil, was sich direkt hier unten drunter befindet, sogenannter Leerlaufregler. Manch einer hat das als Karlstadt-Regelventil oder so beschrieben, weil ich total verdutzt habe. Die Leute haben gesagt, was für ein Teil meinst du? Ja, Karlstadt-Regelventil sitzt da und dann sagt, ach so, Leerlaufregler. Nee, habe ich ausgebaut. Ist quasi so eine, ja, das ist, wie sagt man das? Das ist ein Elektromotor, ist eigentlich ein Stellmotor, also ist wie ein Potti. Und der hat eine Stellung und das ist quasi wie so eine Drosselklappe, dann kann der Luft hinzugeben und halt nicht. Und wenn du so ein Ding ausbaust und tust den so in so einer geilen Handbewegung schütteln, dann hörst du, wie das Ding schlackert. Weil wenn das Ding sich festsetzt, wenn das frisst und sich das nicht mehr bewegt, dann ist klar, kannst du nichts mehr regeln. Funktionsweise, beziehungsweise für zum Überprüfen, wenn du Zündung drauf gibst, hörst du das Ding vibrieren oder brummen. Und wenn du es anfasst, merkst du auch, dass das Ding sich... Ja, also das ist wie ein Servomotor. Wer mal ein ferngesteuertes Auto gehabt hat, der weiß es. Servomotor, der kriegt eine Position vorgegeben und dann will er die halten. Selbst wenn du da drückst oder das machst, dann bleibt das Ding stehen. Und wenn er seine Position hat, ist es nicht so, dass er da hingeht und nimmt die Spannung weg,
sondern der behält das dann so und dann, also es hört sich merkwürdig an, sag ich mal. Ich weiß nicht, wir können ja mal Zündung drauf geben, gucken, ob man das hört überhaupt. Ja, also das Geräusch, was ihr hoffentlich gehört habt, ist dieser Regler. Den habe ich ausgebaut, habe ihn sauber gemacht, habe ihn neu eingeschmiert, eingefettet oder was auch immer. Und ja, der ist es nicht. So, jetzt gucken wir hier auf das Teil. Das habe ich übrigens bei Amazon geholt. Packe ich einfach mal einen Link unten rein. Das ist das kleinste Set. Ist ein Tee dabei, also so ein Teeregler und ein bisschen Schlauch, dass man das in den Vorlauf packen kann. Ne? Also wir sehen, wir haben jetzt hier 3 Bar Benzindruck. Das ist eigentlich ausreichend und der haltet die auch. Ne? Also wir haben ja vorhin, bevor wir losgelegt haben, hier irgendwie zu starten, habe ich nichts mehr gemacht und da waren wir, das waren von gewesen, Bar, 1,5 oder sowas, also der Benzindruck hält der. Wenn das jetzt ausmachen wird und der direkt abfallen wird, dann sagen wir, okay, da stimmt was nicht. So, also alles ausprobiert, ihr könnt euch denken, also gucken wir, ob der Anlasser geht, ob nicht die Wegfahrsperre drin ist. Also, passiert nichts. Ich bin immer noch ratlos, was es sein kann. Wir haben jetzt überprüft Leerlaufregler, wir haben alle Einspritzventile neu. Zündkerzen, habe ich vergessen zu sagen, habe ich auch neu gemacht, weil ich gedacht habe, okay, die sind platt. Genau, mein Bruder hat sie schon gehalten, das waren die alten, die drin waren. Ich sage euch gleich, die letzten 2 sahen ähnlich aus wie die jetzt, also ein bisschen verrostet. Da hat Wasser drin gestanden, weil das Auto wird ab und zu mal rausgestellt, rein, raus und ab und zu war die Haube auf und ist Wasser draufgekommen in Form von Regen. Das hat damit, also das hat nichts zu heißen und dass sie so schwarz ist, ist auch in Ordnung, beziehungsweise auch normal, weil das Teil momentan ja eigentlich nur gestartet wird, da wird 3 Meter rausgefahren, ausgemacht. Also das Ding wird dir nie warm, kann es ja auch gar nicht oder soll es auch nicht, weil gar kein Kühlkreislauf momentan installiert ist. Also das ist alles gemacht, das springt nicht an, aber das Set, wie ihr seht, funktioniert einwandfrei. Wenn der läuft und der Benzindruckregler Unterdruck bekommt, zieht er auch an, also das passt alles. Also ich weiß momentan echt nicht, was es sein kann. Ansaugtemperatursensor ist falsch. Wir haben momentan, keine Ahnung, was haben wir jetzt, 14, 15 Grad oder sowas. Wenn ich das Ding auslese und mir die Istwerte anschaue, da sind wir so bei 36, glaube ich. Also da ist eine große, was heißt eine große, das sind 20 Grad oder sowas Differenz. Bin ich aber ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er deswegen nicht anspringt, weil jetzt hingehen, ziehe einfach diesen Sensor ab. Wir simulieren jetzt quasi, dass der kaputt ist. Springt so ein Auto trotzdem an? Macht er aber nicht. So, wenn der jetzt anspringt, dann wäre es geil. Aber ich glaube, das habe ich nur ausprobiert. Was mir auch, guck mal, wir sind ja jetzt gerade dabei, hier Jugendforschprojekt quasi. Was mir auch schon einer gesagt hat, Aldi hat mir das gesagt, hat Drosselklappenpotti. Drosselklappenpotti kaputt sei und der irgendwie irgendeinen Schwachsinnswert rauswirft, wird er auch nicht anspringen. Das ist ja gut. Und ich sage, wenn Drosselklappenpotti abgezogen ist, gibt es diesen sogenannten Notlauf. Guck mal, was dann passiert. Gut, funktioniert auch nicht. Irgendwann haut er halt so, ist so viel Sprit da drin in den Verbrennungsräumen, dass der ab und zu mal fehlzündet, ne? Ah, Kurbelwellensensor hat auch noch einer geschrieben. Habe ich aus dem 38 Original ausgebaut, hier eingebaut, funktioniert genauso wenig. Also müsst ihr mir glauben, was ich nicht ausprobiert habe, ist ein Nockenwellensensor. Aber wenn Kurbelwellensensor drin ist, dann muss das Ding anspringen. Und Nockenwellensensor habe ich nicht als Fehlerspeicher hinterlegt. Also der ist ganz sein. Also. Massebande Sahne? Ja. Der Motor springt doch an. Warum soll die Masse besser sein, wenn Bremsenreinigereinschluss drin ist? Ergibt keinen Sinn aus meiner Sicht. Für die Leute, wenn einer sagt, ja, der springt das so oder so nicht an, der kann ja gar nicht laufen. Was ja, aber kann das nicht wirklich Masse was sind? Guck mal, wenn er vibriert, wenn er vibriert. Guck mal, wenn ich jetzt hingehe und mache hier so einen Schuss von meinem geilen Reiniger rein, ne? Mach hier wieder einen Schlauch drauf. Außer der regelt irgendwie die Masse im Motor. Kann natürlich sein. Weil es der klassische Vorführeffekt war zu wenig. Die Masse, kann ich dir sagen, kann absolut nicht sein, weil der Anlasser zieht sich die Masse über den Motor. Okay. Und wenn der Anlasser funktioniert, der zieht so viel Strom, da ist die Zündung ein Witz dagegen. So, jetzt ist glaube ich genug Reiniger in der Ansaugbrücke drin. Ja, ist normal. Das ist auch so ein Ding.
Ich habe keine Ahnung, warum das Teil so ins Unendliche hochdreht. Wenn du jetzt hingehst und gibst ein bisschen Last auf dem Motor, das heißt einen Gang rein, lass die Kupplung kommen, geht er direkt ruhig. Oder du gehst hin und ziehst irgendwo einen Schlauch ab von Unterdruck, dann sackt das Ding komplett ein, lass das Unterdrucksystem wieder zu, läuft da mal frei. Also, ich habe keine Ahnung, was da sein kann. Nervt! Riss in der Ansaugbrühe kann es auch nicht sein, dass er falsch Luft irgendwo zieht. Das würdest du. Ich starte nochmal, es kann sein, dass er jetzt gescheit läuft. Nochmal. Ganz schon erhöht. Dann braucht man ziemlich lang Zeit zum Abtouren. Jetzt gehe ich mal hin. Reagieren. Macht aber nicht. So der Tod ein bisschen in Ordnung soll. Es ist alles sehr mysteriös. Gut. So viel zum M52 B28 in diesem wunderhübschen Kfz. Keine Ahnung, was da momentan ein Problem ist. Warum qualmt der so extrem? Keine Ahnung. Kann sein, also wir müssen uns überlegen, wir haben jetzt keine zig Mal da rumgestartet, gemacht und getan. Das Ding wird nur Karlstadt bewegt. Ich spritze da immer irgendwelchen Reiniger rein. Wasser kann es nicht sein, weil Wasser ist keins drin. Und Öl ist es, denke ich, auch nicht. Öl habe ich auch übrigens vor kurzem neu gemacht etc. Also und ich bin den Motor ja damals auch gefahren. Ich habe keine Ahnung. Ich mit meinem Latein am Ende, was mit dem Ding los ist. Vor allem das Merkwürdige ist ja, das Ding lief ja vorher. Wir haben den eingebaut, der lief, dann irgendwann sind mir zwei Einspritzdüsen verreckt, Einspritzdüsen neu gemacht, seitdem läuft er jetzt nicht mehr. Kein Plan. So, guck mal auf was anderes zu sprechen bei dem Motor, beziehungsweise bei dem Motor, bei dem Auto, weil ich habe noch was gekauft. Und zwar dieses Bremsenbürtelungsgerät. Und mit dem Ding habe ich jetzt die Leitungen an dem wunderhübschen Kfz quasi gefixt oder neu gebaut oder wie auch immer. Ja, ich habe es neu gebaut. Ich habe von links, von rechts, hinten links, hinten rechts habe ich alles neu gemacht. So. Wir hatten damals mal so ein Set gekauft oder mein Bruder hat das gekauft. Für was hast du, 60 Euro oder irgendwas? Oder quasi alle Bördelungstypen und alle Durchmesser von Leitungen quasi mit Bördeln kannst. Oder? Und biegen. Ja, also aber biegen, deswegen, das ist ein separates Werkzeug. Ne? Das war auch dabei. Ja, aber das hat ja dort damit nichts zu tun. Für rein nur die Bördelung zu machen, waren es ja mehrere Sachen, was da dabei waren. So eine komische Kralle etc. für das reinzudrücken. Und ich habe das mal ausprobiert. Ich habe in meinem Leben noch nie Bremsleitungen großartig gebördelt und habe das ausprobiert und hab's drei oder viermal probiert und ich habe bei der letzten Bürtelung habe ich ein Ergebnis hinbekommen, wo ich gesagt habe, okay, das sieht jetzt mal halbwegs so passend aus, aber da war diese Fläche von links zu rechts, das ist ja einmal ringsrum, da war quasi in einem Bereich bei mehr Anlagefläche als auf dem anderen, das war quasi Schepp und da kannst du auch nicht nehmen, wird nicht abdichten. So. Dann habe ich hier so ein geiles Werkzeug gekauft und mit dem habe ich jetzt die Leitungen alle gemacht. Jetzt zeige ich euch mal, wie geil und wie einfach das funktioniert mit diesem Werkzeug. Ich werde, denke ich, auch ein eigenes Video dazu machen. Das können wir hier noch im Blende von gestern. Genau, da muss ich eigentlich gar nichts machen. Genau. Aber dann passt der Ton nicht, das bringt nichts. Also wir können es nicht anbieten. Wenn nur Bildmaterial, aber das bringt mir nichts. Aber ich probiere es einfach so zu passen, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich das eine Teil hingelegt habe, was hier unten reinkommt. Also normalerweise, ich drehe den silbernen rein. Da ist ein silberner Anschlag dabei. Pack die Leitung rein, zieh das hier fest, dann schraube ich diesen silbernen wieder raus, nehme den schwarzen, tunk den kurzen Fett, wir haben das nicht gemacht, weil ich kein Fett zu dem Zeitpunkt gerade wieder rumfliegen hatte, drehe den hier rein, drehe den auf Block, dann muss ich die zwei kleinen Schrauben muss ich wieder rausdrehen, komplett fast auf Anschlag und kann dieses Bördel-Ergebnis quasi rausholen. Man muss vorher noch diesen Anschluss raus drauf machen auf die Leitung, ist wichtig und dann war es das. Und das ist mit diesem Tool kann jeder Dulli in meinen Augen Bremsleitungen bürteln und muss keinerlei Gefahr eingehen, dass das irgendwie Murks ist. Also es funktioniert einwandfrei. Also kann das leicht.
Ja, kann jeder. Kann echt jeder. Und das Werkzeug kostet irgendwie, glaube ich, 20, 30, 40 Euro oder sowas. Ob das jetzt von KS Tools oder von Vigor oder was auch immer ist, ist, denke ich, alles dasselbe. Ist bloß anderer Brand, was draufgeballert ist. Aber das geht nur bei BMW, ne? Nein. Diese Bremsleitungen sind eigentlich bei fast allen, also ich würde sagen, bei allen europäischen Autos, ich würde sogar darauf wetten, dass in den US-Fahrzeugen auch diese Leitung drin verbaut ist mit diesem Typ F-Bördelung. Also das ist überhaupt kein Problem. Vor allem, wenn du dann sagst, okay, mein Auto hat jetzt von mir aus kein Typ F-Bördelung, dann kannst du auch dieses schwarze Teil, was du hier reindrückst, kannst du austauschen, gibt es auch andere. Und dann nimmst du einfach das, was du brauchst und bördelst es mit dem. Also letztendlich ist es egal. Einzige, was wichtig ist, 4,75 mm ist der Durchmesser von dieser Leitung. Gibt es aber auch, wie ich gesehen habe, auch dieses Tool für andere Durchmesser. Also top. Und vor allem, ich bin hingegangen, habe mir eine Leitung abgelenkt, habe mir die abgeschnitten mit diesem HZ-Tool, was ich auch gezeigt habe. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt wieder rumfliegt. Aber das funktioniert auch mega gut, weil es extrem klein und handlich ist. Habe das dann abgelenkt, so passend, wie ich mir gedacht habe, okay, 140 cm brauche ich ungefähr, habe das dann abgelenkt, habe mir das hinter den Motor gelegt, für vorne rechts, komme Rathaus raus, sehe, okay, ist ein 10 cm zu viel, habe das im Rathaus abgeschnitten, habe das teilgenommen, reingepackt im Rathaus und habe dann im Rathaus auch die Gürtelung gemacht. Und dadurch, dass du das halt hier alles so verstellen kannst, bist du mit dem Ding ultra flexibel. Es ist mega einfach, du nimmst einfach den 18er Schlüssel, ballerst das Ding fest, fertig. Und habe eine fertig gebürtelte Leitung und wir haben gestern einen Druck drauf gegeben und es ist dicht, es hält, es funktioniert. Einzig, was momentan nicht dicht ist, das ist ein anderer Punkt, ist das T-Stück. Fahren wir gerade hoch. Moment, kurz nochmal auf mich. Um kurz darauf zurückzukommen, warum ich diese Thematik mit diesem E36 so angesprochen habe und mich da in Anführungszeichen rechtfertige. Das hat einen ganz besonderen Grund, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Kerl, ich möchte wirklich nichts Böses, aber der hat das dann seinem Dude verzählt, seiner Freundin verzählt. Also der hat das irgendwo rum verzählt. So nach dem Motto hier, der Donk, der hat richtig einen Fusch an dem E36 gemacht. Und dem seine Kollegen, die glauben dem das. Weil die wissen das doch gar nicht. Weil die wissen es ja noch weniger als er. Weil er hat es ja schon nicht gewusst, was dementsprechend Sache an dem Ding war oder ist. Und der verzählt dann so einen Schwachsinn auf gut Deutschland weiter. Die Leute glauben das. Und wenn dann irgendwann heißt, ah ja, keine Ahnung, ich gehe am Wochenende oder ich gucke mein Video von Donk Performance an, ach, ist das der Typ, der diesen E36 gefuscht hat. Und darauf habe ich einfach keinen Bock. Das ist das, was mich in der ganzen Thematik richtig abfuckt. Und er hat sich am Schluss so ein bisschen halbherzig entschuldigt, aber der wird nicht hingehen und zu den ganzen Leuten, denen er diesen Schwachsinn halt verzählt hat, hingehen und sagen, ey, übrigens, das, was ich dir verzählt habe, das war Schwachsinn, das stimmt gar nicht. Weil, da bin ich ehrlich, das ist sowas, das erfordert Eier. Und das haben die ganz wenigen. So, jetzt kommen wir darauf zu sprechen, was hier die Problematik ist. Wir haben hier einen T-Verteiler, der kommt von vorne, wir haben hier kein ABS-Fahrzeug, das heißt, eine Leitung kommt von vorne direkt nach hinten. So, das hier vorne am langen T von der langen Seite ist die Zuleitung und rechts und links ist die Ableitung, was an die Schwingen dementsprechend geht, rechts und links. So, die rechte Seite dieser Anschluss ist undicht. Könnte ich mich brutal drüber aufregen und ohrfeigen, weil die Achsen waren alle draußen. Und ich habe mir das auch angeguckt, da war auch eine neue Yannick-Berber-Schraube dran. Also ich habe da die Finger dran gehabt, habe mir das angeguckt und außen, also von außen war es wohl so, dass es aussieht, als wäre das dicht, weil die Leitungen sind jetzt nicht krass verrostet. Wenn man sich das nicht hier anguckt, an der Seite siehst du die Leitung, die ist noch richtig von ihrer Beschichtung so, wie es sein soll. Und das sieht eigentlich sogar noch neuwertig aus. Ne? Und der Anschluss ist noch ein bisschen leicht verrostet. Aber dieses leicht verrostete reicht, dass wenn ich hier Druck drauf gebe für zum Entlüften, dass da die Soße rausläuft. Jetzt nicht intensiv, aber es reicht halt aber auch, wenn man hingeht und drückt die Bremse, dass ich keinen Druck aufbauen kann. Ne? Ich habe nämlich jetzt überall Sättel drauf, ich habe Belege drauf, ich habe, keine Ahnung, Bremsflüssigkeit reingemacht, wollte das Ganze entlüften, dass ich endlich mal mit dem Ding mal einen Burnout machen kann. Sobald nämlich Kühlkreislauf nämlich funktioniert, kack, egal ob das Ding scheiße anspringt oder nicht, aber Burnout kannst du da machen, weil ich kann ja mit dem Ding fahren. Ich bin ja schon rein rausgefahren und dem macht es nichts aus, wenn der Last bekommt oder sowas. Also Teillast in Form von Anfahren oder sonstiges. Ne? Er verschlottert oder verschluckt sich nicht. Weil das zu fixen ist die Scheiße, muss ich die Achse ein bisschen ablassen. Am besten wäre eigentlich, ich komme nicht raus, dann kann ich das sauber schaffen. Und wenn man jetzt ein bisschen aufgepasst hat, habe ich ganz am Anfang erzählt, dass ich momentan wieder Probleme habe mit meiner Bandscheibe oder mit meinem Rücken oder was auch immer. Das wird sich zeigen, was es genau ist. Und das geht nicht. Also
Ich habe ja schon echt überlegt, wie ich das machen kann mit ganz wenig körperlichen Aufwand, mit Getriebeheber und so. Wird schwierig, geht bestimmt irgendwie, aber das momentan das Risiko, ja, ich bin mir zu hoch, dass ich dann hier die Geschichte hier rechts noch mehr zerstöre. Gut, haben wir das. Was haben wir noch? Wir haben noch was gekauft und dann gucken wir. Oh, das wird ein langes Video. Echt ein langes Video, und zwar habe ich mir ein Mosconi DSP bestellt, weil im Zeddy habe ich ja gesagt, fahren wir voll aktiv. Das heißt, jeder einzelne Lautsprecher, der in dem Auto verbaut ist, läuft über den Verstärker. Und da, wo die Verstärker positioniert sind, werde ich am Schluss nie wieder drankommen, wenn der Bügel drin ist. Und ich habe mir noch eine richtig brutal krasse Domstrebe anfertigen lassen. Blende ich einfach ein Bild ein von Yukon Cakes, als die Firma. Ist ein sehr netter, lustiger Kroate. Spricht halt gebrochen Deutsch, aber der Typ hat Ahnung und der baut richtig geilen Scheiß. Und zwar ist das eine Domstrebe, die beide Dome aufnimmt als solches. Die Funktion, bin ich ehrlich, brauche ich nicht so. Und zwar hat er noch die Anbindung ans Differential. Das heißt, ich muss dann Löcher in mein Auto bohren, ist dann halt einfach so. Und dann wird das Differential auch noch aufgenommen. Wenn wir uns das angucken, wir gehen nochmal kurz an den E30, weil wir haben beim E30 dieselbe Technik verbaut wie beim Z3, beziehungsweise umgekehrt. Z3 hat dieselbe Technik wie vom E30. Und zwar, Achsträger ist genauso. Wir haben links wie rechts ein Tonnenlager, was jetzt beleuchtet ist. Haben wir beim Z3 genauso. Und dann haben wir hier eine Befestigung vom Differential. Und dann ist diese Achse quasi mit drei Punkten aufgenommen. Und natürlich haben wir noch die Stoßdämpfer, die die Achse irgendwie quasi an Ort und Stelle halten. So, wir haben jetzt nur einen Punkt hier, der ist auch noch exzentrisch. Ne? Also exzentrisch heißt, wir haben hier die Kardanwelle laufen, das wird Zentrum, und das Teil liegt außerhalb des Zentrums exzentrisch. So, einerlei, also nur ein Punkt, und das Teil wird ja quasi über die Antriebswelle, über die Kardanwelle angetrieben, geht dann auf die Antriebswelle. So, wenn da jetzt Moment drauf kommt, die Räder, soll ich vorstellen, die haben keinen Bock, die wollen erstmal stehen bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt hier mit richtig Qualm, mit richtig viel Drehmoment mit rangehe, wollen die Räder erstmal stehen bleiben, dann müssen die erstmal sogenanntes Losbrechmoment dementsprechend lösen. Aber wenn ich schon vorne mit richtig Knallgas da reingehe, habe für mich jetzt noch eine Alu-Hardy-Scheibe drin, dass da sich vorne schon nichts verwinden kann, weil diese Hardy-Scheibe soll die Verwindung rausnehmen. Wenn das alles da ist, dann geht das hier rein und dann irgendwas muss sich verwinden. In dem Fall macht es dann das Differential. Ne? Also das Differential bewegt sich dann, ne? Deswegen ist das hier auch noch auf Gummi gelagert, dass das hier sich bewegen kann. Ne? Wenn man das dann aber auch noch irgendwie auf Alu lagert, dann geht die Kraft halt in den Deckel, in die Karosserie rein. Kann dir passieren, dir reißt der Deckel, das wäre, sage ich mal, denke ich, das Beste in dem Szenario. Oder was beim Z3 leider passiert, wenn man sich das jetzt hier anschaut. Hier sind so zwei Laschen dran und die gehen hier an so eine Quertraverse. Ist beim Z3 eigentlich genauso aufgebaut. Beim Z3 ist es dann so, dann reißt hier die Traverse. Wurde an meinem Z3, wir haben mal eine Bestandsaufnahme gemacht, wurde schon geschweißt. Also da war schon ein Problem dran gewesen, und wir haben im Z3 auch ein gesperrtes Diff, keins mit Lamellen, sondern mit Torsen. Und für das abzufangen, dass dieses Differential diese Bewegung hier macht, ne, gehe ich mit dieser Strebe drauf und verteile die Kraft auf die Dome. Das heißt, das Teil ist torsionsfrei nett, weil irgendwo will ja die Kraft hin, aber wir leiten dann die Kraft in die Dome rein, und da habe ich dann auch nochmal eine Strebe zwischendrin, und da verwindet sich dann so schnell nichts mehr. Also mit der Leistung, die ich vorhabe, mit meinem Kompressorumbau etc., bin ich da safe. Man kann dann noch hingehen und baut dann noch ein Doppelauge ein, ne, E36, Coupé und Touring und ja, alles bis auf Kompakt quasi, die haben da schon draus gelernt. Die haben dann ein Doppelauge. Das heißt, hier ist eine Befestigung und hier ist auch eine Befestigung. Könnte man umbauen, wenn ich auch immer überlegen, dann hast du auch keinen Stress eigentlich mehr. Dann wird es dann wahrscheinlich erst problematisch, wenn du da mit 1000 Newtonmeter reinschießt. So, gehen wir wieder vor zum Mosconi. Mein Bruder hat gerade gefragt, ob das jetzt die Thematik ist. E36-Fahrer wissen das, dass die Achse rausreißt. Ne? E36 hat eine andere Achse, die ist mit 4 Punkten festgeschraubt, anstatt mit 2 wie beim E30. Und dieses Blech, wo die Achse festgeschraubt ist, die ist beim E36 bis ein gewisses Baujahr relativ dünn. Und wenn dann so Leute wie ich hingehen und sagen, ey, 10x17, ET13, das ist geil, und dann noch eine 20er Spruchplatte, dass das Ding so hinten drin steht, dann hast du halt einen brutal langen Hebel. Durch den Hebel entsteht da Kraft bis zum Gehtnimmer, und die zieht dann an dem Blech, und wenn das halt extrem dünnwandig ist, dann reißt das irgendwann raus.
Hatte ich bei meinem E36 gehabt, beim 325 Coupé, das ich damals besessen habe. Ist die Achse rausgerissen, kann man sich vom E36 M3 extra Blech gekaufen und dann kannst du die einschweißen. Dieselbe Thematik hat aber auch E46. E46 war sogar noch lang, also wo ich schon BMW geschraubt habe, war das noch auf Kulanz. Wenn du zu BMW gegangen bist, hast du hier gesagt, hier pass auf, meine Achse ist rausgerissen, weil das ist eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Darfst du eigentlich auch gar nicht so, glaube ich, nicht so einfach schweißen oder darfst du nicht einfach so selbst machen. Beziehungsweise kannst du schon selbst machen, aber ist dann so eine Grauzone, denke ich mal, dass du es auf Kulanz geschweißt bekommst. So, kurzer Exkurs. Mosconi, zu dem wollten wir eigentlich. So, dieses Teil, das habe ich eigentlich schon zweimal gekauft. So, wir packen es kurz mal aus, was das genau ist. Weil ich jetzt zu diesem ganzen Exkurs gekommen bin, verzählt, dass ich nicht mehr an die Verstärker dran komme. Diesen Teil kann ich quasi für jeden Kanal, also ich gehe mit 4 Kanälen rein und kann 6 Kanäle rausholen. Kann ich jeden Kanal, der da reinkommt, jede Frequenz, jeden Bereich von der Frequenz cutten, einstellen, verstärken, ausblenden, was auch immer. Das heißt, diesen Equalizer, den viele als solches vielleicht kennen, das kann ich mit diesem Gerät machen. Dann kann dieses Gerät erkennen, beziehungsweise ich kann dem sagen, pass auf, mein Ohr befindet sich hier und ist so und so viel Zentimeter von dem Lautsprecher vorne links entfernt, so und so viel Zentimeter von dem Lautsprecher vorne rechts entfernt, so und so viel Zentimeter, das ist kein Spaß, man gibt das wirklich in Zentimetern, so und so viel Zentimeter von hinten, links und rechts. Und dann kann dieses Teil, das ist ein Prozessor drin, mit einer Laufzeitkorrektur, weil der Schall, der braucht hier eine gewisse, das ist total crazy, was dieses Teil kann, der braucht hier eine gewisse Zeit und dann tut er das so versetzen, dass das für den Fahrer oder für den, der quasi hier drauf abgestimmt ist, das perfekte Klangerlebnis bildet. Ne? Das ist geil. Aber nur für den Fahrer. Genau. Man kann es aber auch so machen, dass man so einen Mittelweg geht. Habe ich hier im 7er auch. Diesen DSP habe ich im Radio drin. Der ist aber natürlich nicht so krass wie so ein Mosconi, der halt, also so ein Ding, das ist kein Verstärker, das ist rein nur ein Soundprozessor. So ein Ding kostet 400 Euro. Ja, das ist brutal, was man da an Kohle rausballern kann. Ich habe den Gebrauch gekauft. So, warum habe ich jetzt gesagt, dass ich das Ding zweimal gekauft? Und zwar habe ich auf Kleinanzeigen einen gefunden. 170 Euro gebraucht. Also hier, pass auf, passt. PayPal schickt dir die Kohle mit Käuferschutz. Kohle geschickt, eine Woche gewartet, nichts passiert. Dann habe ich den geschrieben, so, Digga, was ist denn los? Hast du eine Sendungsnummer für mich? Ey, die hat er verloren. Dann habe ich gesagt, was, die Sendungsnummer oder was hast du verloren? Er hat den Mosconi verloren. Ich denke, wie kann man denn, also, erstens mal kosten Schweine Kohle, ne? Das liegt jetzt, okay, ich finde mein KDFI-Steuergerät gerade auch, der kostet auch einen Haufen Kohle. Jedenfalls, er hat es aber inseriert und hat es nicht mehr gefunden. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, mach einen Fall, kriegst deine Kohle, alles erledigt. Ne? Ist ja gut. Finde ich jetzt aber irgendwie ein bisschen scheiße, dass ich jetzt den Typ darauf ansprechen muss, was der Sache ist, obwohl der ja weiß, dass er das Ding nicht mehr findet. Hätte er ja selbst mich mal anhauen können, so nach dem Motto, ey, Digga, sei nervös, ich finde das Ding nicht mehr, öffne den Fall bei PayPal, kriegst deine Kohle wieder zurück. Das wäre von meinen Augen der richtige Fall, aber hätte ja auch sein können, was bei mir öfters vorkommt, dass ich was vergesse, dass ich was bestellt habe und dann irgendwie so nach 3 Monaten fragt man das ein und dann denkt er, ja nee, das habe ich verschickt und dann hast du die Arschkarte gezogen. Ja, dann habe ich mich wieder auf die Suche begeben nach so einem Mosconi und habe dann auch viele gefunden und jetzt echt kein Spaß, ich habe da bestimmt 3, 4 oder noch mehr Leute angeschrieben wegen dem Teil und wurde mich preislich mit denen einig. Und er sagt, okay, ich schicke dir die Kohle per PayPal Käuferschutz, nee, dann kauf woanders. Da habe ich gedacht, das wollen die mich, also wollen die mich betrügen in Form von, die sagen sich die Kohle ein und schicken nichts mehr. Mein Bruder hat dann gesagt, komm, ja, das bestimmt. Die wollen das sagen doch. Genau, also gestern hat er es auch noch gesagt, aber gestern habe ich hier schon aufgeklärt, deswegen hat er jetzt gerade nichts gesagt. Und zwar, ich habe dann eine Instagram-Story zugemacht, weil mich das echt interessiert, also mich hat das echt verwundert, weil das waren ja brutal viele, wo du gesagt hast, die verschicken das nur via PayPal, Freunde und Familie. Und da haben mir viele gesagt, pass auf, Micha, viele gehen hin, die kaufen, egal was es ist, PayPal-Käuferschutz, die kriegen das, packen es aus, funktioniert alles einmal frei, sagen wir zu PayPal, das ist kaputt. Oder vielleicht hat das einer als Päckchen geschickt, hat keinen Sendungsnachweis darüber, sind die angekommen. Was macht PayPal dann? Ja, das Geld hier wieder zurück. Genau, die ziehen dann die Kohle ein, dem sein Konto wird eingefriert, du kriegst dein Geld in dem Fall dann wieder zurück, als der das gekauft hat und hat am Schluss beides. Also seine Kohle und das Produkt oder den Artikel. Der ist nicht dazu verpflichtet, das zurückzuschicken. Wenn es nicht angekommen ist, kann er es ja gar nicht verschicken, aber ich denke, er merkt, auf was ich hinaus möchte. Das ist halt extrem nur auf den Käufer bezogen. Und das scheinbar ist das, ich habe das zu dem Zeitpunkt echt nicht gewusst, ist das wohl eine brutale Masche, dass die Leute dann hingehen und verarschen Verkäufer. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, gut, so, dann gehe ich halt jetzt hin und beiße in den sauren Apfel und habe das bei jemandem gekauft, der Hallo mit freundlichen Grüßen, passende Rechtschreibung, Satzzeichen benutzt hat, Groß- und Kleinschreibung, grammatikalisch war das alles in Ordnung gewesen.
Bei dem habe ich das dann gekauft, weil da habe ich ein sicheres Gefühl gehabt, weil ich habe mit einem auch länger geschrieben und der war meines Erachtens total unfreundlich und da habe ich mir gedacht, das ist nicht seriös, da kaufst du so ein teures Teil nicht, das waren jetzt 200 Euro oder sowas, das ist jetzt noch in Ordnung, aber ja, wie gesagt, wenn du überlegst, das ist kein Verstärker, das tut einfach nur ein bisschen deinen Sound verstellen, dann ist das schon viel Geld. Warum habe ich das gekauft? Weil die Verstärker ja alle an einem Punkt sind, wo ich nicht mehr drankomme. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Genau. Und da kann ich nichts mehr an den Rädchen einstellen. Wenn ich das Teil dann eingebaut habe, dann kann ich über Bluetooth da drauf zugreifen und kann das dann verstellen. Das ist der Grund, also eine brutal lange Erklärung mit PayPal und allem drum dran. So, jetzt kommen wir noch zu einer Sache. Ich glaube jetzt zu dem Zeitpunkt gucken eh nur noch die Leute zu, die meinen Stuff verfolgen, weil sie es cool finden. Und das finde ich auch gut, weil solche Leute möchte ich auch gern irgendwie wertschätzen. In Form von irgendwelchen Gewinnspielen oder was auch immer. Und jetzt geht es darum, was könnte man denn machen? Na, also wir gucken jetzt hier, wir haben hier so eine Tasche. Ich hatte noch eine vierte gehabt, die hat mein Bruder schon geschenkt bekommen im Video, hat er sich darüber gefreut. Er lacht. Und zwar habe ich für 700 Euro, ja, ist kein Spaß, für 700 Euro habe ich Stuff bei Liquid Elements gekauft, Reiniger, Tücher, alles. Von diesen Taschen 4 Stück. Und da habe ich mir gedacht gehabt, ey, du könntest doch mal wieder was verlosen, verschenken, wie auch immer. Aber ich bin halt absolut kein Freund von poste einen Kommentar, schreib das deinen Freunden, pack das in deine Instagram-Story, mach einen Purzelbaum um 12 Uhr nachts. Und also so solche Spam-Dinge. Da habe ich keinen Bock drauf. So, dann habe ich mir überlegt, was könntest du machen? So, ich habe jetzt ein bisschen was zusammengepackt. Das ist jetzt quasi diese Tasche, dass du dir das einfach in dein Auto packen kannst. Das hier ist ein Felgenreiniger. Ist sogar die Extreme Premium Variante. Kostet halt ein bisschen mehr. Soll angeblich besser sein. Keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Das war so eine Halloween Edition. Das ist einfach nur ein Glasreiniger. Ne? Es gibt auch einen normalen, aber das ist eine kleine Flasche. Und ich habe gedacht, hat eigentlich so eine Literflasche. Glasreiniger ist dementsprechend schon besser. Dann haben wir hier die Teile. Für am Schluss dann nochmal quasi das beste Ergebnis aus dem Lack rauszuholen. So eine Art Wet-Look in Anführungszeichen. Und was haben wir hier noch? Insektenentferner, Fliegenentferner. Ne? Habe ich auch schon mal was drüber erzählt. Über so eine Geschichte. Und natürlich alle Tücher, die man dazu braucht. Weil wenn du an deiner Scheibe rummachst, dann brauchst du natürlich auch ein Scheibentuch, was hier mit dabei ist. Wenn du was an deiner Felge machst, dann nimmst du natürlich nicht das Scheibentuch, sondern ein normales Mikrofasertuch, was hier auch dabei ist. Trockentuch dabei, eigentlich alles. Also so ein kleines, ist echt ein kleines Set. Vielleicht packe ich auch noch ein paar Sachen hinzu, weil ich habe, wie gesagt, sehr viel Geld ausgegeben und ich habe noch extrem viel andere Sachen. Und zum Beispiel sowas wie ein Trockentuch, bin ich ehrlich. Wenn du jetzt zum Beispiel das gewinnst, ne, fasst aber ein 7er, dann bringt dir dieses XL-Trockentuch, was da dabei ist, nicht viel, weil es ist 50 auf 80. Da gibt es noch das XXL, das ist noch größer, das ist ein riesiges Teil. Da lege ich sowas noch dazu. Jetzt aber mehr die Frage, jetzt habt ihr gesehen, was man da gewinnen kann. Jetzt aber die Frage, was muss man machen? Da bin ich ehrlich, weiß ich momentan nicht. Ich habe nämlich, wie gesagt, keinen Bock auf diese Instagram-Dinger. Ich habe eigentlich überlegt gehabt, vielleicht wäre es eigentlich eine coole Sache, wenn die Leute, die was bei mir bestellen, auch was gewinnen können. In Form von 2 Monate lang oder 1 Monat. Jeder, der was bei mir gekauft hat in dem Zeitraum, kriegt ein Los und ist dann automatisch bei der Verlosung von dieser Tasche dabei. Vielleicht mal noch ein paar andere Gewinne dabei, in Form von, dass ich Hauptpreis diese Tasche habe, Hauptpreis nochmal eine Tasche und ein paar Tücher, andere Hauptpreis nur ein paar Tücher und irgendein Reinigungsmittel, dass wir es nicht 3. Kannst du die Rechnungsnummer machen? Ja, das ist das ja. Los. Die Rechnungsnummer ist das Los. Aber jedenfalls, dass ich vielleicht ein paar Preise mache, nicht nur eins, weil mir hat schon eine gesagt hat, ja, die findet das zwar cool, weil ich habe mit ein paar Leuten schon drüber geschrieben, ich finde das cool, dass du ein Gewinnspiel machst, aber warum machst du denn ein großer Gewinn? Wäre doch cool, wenn du viele kleine machst. Jeder, der auf dem Donkop gewesen war, weiß, eigentlich ist das genau mein Ding. Aber ich habe aber auch keinen Bock hinzugehen und dann 20 Sachen zu verschicken. Ne? Das ist für mich brutal Aufwand. Und auf dem Donkup hat, glaube ich, was ist denn häufiger als jeder zweite? Keine Ahnung. Er hat eigentlich so gut wie jeder hat irgendwas bei meiner Tombola gewonnen. Und das war dann nicht so nach dem Motto, und hier ist ein Keks. Sondern das waren richtig coole Sachen. Hat jeder irgendwas Geiles gewonnen, aber keiner war irgendeinen Scheiß gewonnen. So. Wenn ihr sagt, nee, Micha finde ich kacke, weil ich brauche momentan nichts in Form von Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Stoßstangen, Bremsanlagen, Auspuff, Spurplatte, Fahrwerk oder was auch immer, braucht momentan nichts, würde aber trotzdem gerne an diesem Gewinnspiel teilnehmen, kann er es gerne sagen. Wenn jemand eine Idee hat, was man machen könnte, wie man das unter den Mann bekommt, kann er mir es gerne sagen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Mein Arm tut weh, ich will mir jetzt gleich noch eine 800er Ibu gönnen und ein bisschen Orthodon. Und dann geht's mir wieder besser. In diesem Sinne, ciao,
bis zum nächsten Mal. Und mich würde es echt mal interessieren, was ihr zu der E36-Thematik sagt und was ihr dazu sagt. Und hoffentlich ist irgendjemand dabei, wo mir weiterhelfen kann mit diesem Touring, dass das Teil endlich mal auf eigener Kraft läuft. Und wenn er läuft, verspreche ich euch, machen wir den Burnout hier des Lebens, weil die Reifen, die drauf sind, sind krachneu, aber die sind mittlerweile schon glaube ich 5 oder 6 und noch mehr Jahre alt, weil das Auto nie läuft. So, ciao. Nee, das schon hast du gehört. Was? Warum sitzt er denn nicht hier? Ach! Nimm mal kurz einen Schluck. Für den aufmerksamen Zuschauer, der wird sich jetzt gefragt haben, oh, ist ein Zelli draußen stehen? Nee, der Zelli steht beim Göke. Göke Carbon Manufaktur, Fahrzeugbau. Seitenwände habe ich ja beim Göke damals bestellt und gekauft, montiert, haben wir auch ein Video gesehen etc. Jetzt kommt die Haube und der Kotflügel oder die Kotflügel vorne. Haube ist auch soweit fertig, haben wir uns gestern schon angeschaut. Vorgestern schon angeschaut. Brutal. Ich weiß nicht, habe ich in irgendeinem Video erzählt, weil ich mit den Matten gemacht habe, dass die Matten gegenläufig sind und in der Mitte in der Haube. Ich habe leider nur ein kurzes Video gemacht und ein Bild. Ich blende es euch einfach kurz ein. Jedenfalls ultra geil. Ich freue mich wie ein Schnitzel, das Ding zu montieren, weil der Göke hat damals schon gesagt, naja, Micha, ich glaube, das sieht scheiße aus. Ich war mir nicht 100% sicher, ob das gut aussieht. Mein Bruder hat auch gesagt, ich glaube, das sieht scheiße aus. Viele meiner Freunde, die das im Voraus schon gewusst haben, die haben alle gesagt, ich glaube, das sieht am Schluss scheiße aus. Und? Sieht gut aus. Sieht geil aus. Eigentlich wollte der Göke noch so einen schwarzen Streifen an dieser Kante machen, aber da merkst du halt, das ist jetzt übelst die Props, was ich rausgebe. Ja, der will halt Perfektionist. Genau, der Typ hat abgeliefert bis zum Gehtnimmer. Weil wenn ich das jetzt gemacht hätte, ne, und ich wüsste, okay, dann machen wir dann am Schluss 2 cm breiten schwarzen Streifen rein, dann hätte ich geguckt, dass diese Matten sich genau in diesem 2 cm breiten Streifen sich da quasi treffen. Aber ob das dann straight ist oder so, wellenlinig ist, wäre mir dann persönlich egal. Ich hätte das dann so gemacht, wie es am einfachsten ist, und dann wird wahrscheinlich eine wellenförmige Linie dabei rauskommen, ne? Aber wäre ja egal, kommt ja ein schwarzer Streifen drüber. So, ich habe mir das Ding gestern angeguckt, vorgestern, und war baff, wie krass genau diese zwei Lagen da aufeinander gegriffen. Da ist nirgendwo eine Wellenlinie drin oder sonstiges, ne? Doch, wo das Carbon halt ein bisschen rausgezogen ist. Ja, da kommen wir gleich zu sprechen drauf. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, warum willst du denn da einen schwarzen Streifen drüber machen? Er findet, das sieht besser aus. Und ich sage, du, ich sag, das läuft so geil, sauber, gerade da rein. Und er sagt, lass es. Ich sage, ich finde, das sieht mega aus. Und da hat er gemeint, gerade hier, pass auf, das hat er mir dann extra gezeigt, was mein Bruder gerade angesprochen hat. Dadurch, das ist halt keine Folie, das ist halt echtes Carbon und das ist halt ein Bauteil, das ist riesig und da ist eine Stelle, da sind die Maschen ein bisschen verzogen. Na, da wurde dann wahrscheinlich angedrückt, wurde nochmal ausgerichtet und da hat es die Maschen ein bisschen verzogen. Da macht er, ja, da, das sind da halt schlecht, da hätte er halt gerne diesen schwarzen Streifen drüber gemacht. So, nee, lass es. Weil wenn dann irgendeiner kommt und der sich da drauf aufhängt, dann sage ich, ja, wo sind deine Carbon-Motorhaube? Wie sehen die aus? Zeig mal, wenn ich dann gucke, ach, das ist ja Folie, ach, dann lass mal meine Ruhe. Ne? Also das ist dann so ein Indiz, wo du dann siehst, ey, das ist echtes Carbon und das ist echt brutal. Also wie der Typ abgeliefert hat bis jetzt, echt Hut ab. Ich weiß nicht, ob mir mal, der hat ein paar coole Sachen, wenn ich das Auto wieder abhole, ich muss ihn vorher mal fragen, ob der was dagegen hätte, wenn wir mal kurz ein paar Sachen dort abfilmen, weil es steht ein Z4 Coupé mit E39 V8 Motor drin, das ist ein reines Rennfahrzeug, so wie ich verstanden habe. Dann hat er ein Z3, ich weiß gar nicht, ob es ein Coupé ist, was er da stehen hatte. Doch, muss ein Coupé, ich glaube, es ist ein Dach drauf. Ich weiß es nicht. Ebenfalls hat er noch ein Z3 da stehen, ob Roadster oder Coupé, was auch immer. Das ist halt jetzt, sage ich mal, Geschmackssache. Da hat er seine komplette Individualität quasi ausgelebt. Da ist nichts mehr original dran. Also nicht jetzt wie mein Auto irgendwie so anderer Kotflügel mit ein bisschen Luftanlass, sondern wenn du das Auto siehst, kannst du sagen, okay, es ist ein Alpha oder sonst was. Ne? Also es sieht immer aus wie ein Z3. Es hat gar nichts mehr in Anführungszeichen von der Außenhaut mit zu tun. So ein Ding hat er da stehen. Dann hat er ein M1 Replika da stehen, was richtig fett ist. Und er baut halt, und da merkst du halt, dass er Perfektionist ist. Er baut für Harman Motorsport, baut er die ganzen Ansaugbrücken aus Carbon und ultra geil. Und hat halt ein paar Sachen da rumstehen, wo die nicht interessant sind. Wenn man kurz einen Porn oder sowas am Schluss, wenn ich das Auto vielleicht abholt, da zu drehen, ne? Muss ich ihn fragen, ob das in Ordnung geht. So, jetzt noch ein bisschen mehr Exkurs. Einer Zuschauer, der
aus der Z3-Community kommt. Ne? Ich habe jetzt hier so eine Tüte in der Hand. Ihr werdet es nicht kennen. Das ist Schraubenstuff von Janik Sperber. Für die anderen Leute, die das alles schon wissen, ihr könnt jetzt gerne ausschalten. Das ist jetzt mal nur für den Z-Fahrer. Janik Sperber geht hin. Der hat für Oldtimer-Klassiker hat er quasi dann solche Brottüten und in den Tüten steht genau drauf, welche Schrauben da drin sind. Und das sind halt keine normalen Schrauben, so wie ihr die kauft, sondern das sind halt diese Gelbverzinken. Ne? Also Puristen wie ich, die 30 Schrauben, bei denen war das damals original mit solchen Schrauben. Und das sieht halt auch einfach geil aus, wenn du sowas neu gebaut und solche goldenen Schrauben reinmachst und nicht irgendwelche alten verdullerten. So ein komplettes Set kostet auch nicht die Welt. Im Gegensatz, wenn du sowas bei BMW kaufst, bist du mehrere hundert Euro los, beim Janik noch kein Huni. Er sagt, du, pass auf, die ganzen Z3-Fahrer, die wollen jetzt auch mittlerweile ihre Auto restaurieren. Er sagt, Z3 ist nichts anderes als ein E36 und ein bisschen E30-Technik, beziehungsweise wahrscheinlich sind fast alle Schrauben identisch mit dem Kompakt. So, dann heißt er, hier, mach doch mal bitte ein Päckchen für mich, ready, dass wenn ich das Auto auseinanderreiße, dass ich direkt neue Schrauben habe. Hat er gemacht, habe ich hier gerade in der Hand. Jetzt sieht er aber, Silhouette passt nicht. Jetzt hatte Yannick gesagt, okay, ich hatte ihm gesagt, mach doch bitte eine Silhouette vom Z3 und Coupé. Wenn das was sein muss, dann muss es auch Coupé sein, nicht eine Roadster, sondern es muss Coupé sein. Hat er gemacht. Und am 21.04. so in dem Dreh fahre ich hoch. Dann hole ich nämlich die Carbon-Seitenschwelle bei Markus von Carbon-Schuppen. Habe ich auch schon Bilder bekommen, blende ich auch mal kurz rein. Ultra brutal, was da dementsprechend passiert. Und dann stellen wir die Schrauben vor. Also wird es nochmal ein kurzes eigenes Video zu geben zu der Z3-Schrauben-Thematik. So, jetzt haben wir es aber. Und dann können wir die auch noch verlosen. Ja, ich, also, ach so, was wir noch hatten mit dem Pfandzeug, ne? Ich finde es cool, dass Leute sich das anschauen, das toll finden, dass so ein Typ in so einem Hoodie da irgendeinen Schwachsinn verzählt und in seiner Halle da irgendwas fabriziert und bastelt. Und wenn ihr da irgendwo was gewinnen könnt und nicht dafür ein paar Euro investieren, das ist in Ordnung, weil letztendlich ihr verdient mittlerweile mit der ganzen Thematik halt Geld. So, Wort zum Sonntag. Ciao.